Ich kann nicht 2 Millionen Menschen ins Land lassen und dann kein Konzept haben, wie diese Menschen mit Wohnraum versorgt werden sollen. Ich kann auch nicht immer weiter so machen, die Grenzen offen lassen und immer mehr sozusagen Abertausende weiter ins Land lassen. Wo sollen die untergebracht werden? Da hilft dann auch eine Mietpreisbremse nichts. Und das, was wir nicht bringen können und dürfen, sind Motivationskiller. Versetzen Sie sich doch in diesen Tagen mal in einen Investor, der bereit ist, sagen wir mal 14 Millionen in Wohnungsbau zu investieren. Glauben Sie, dass der in diesen Tagen tatsächlich einen ernsthaften Anreiz verspürt, das in Berlin zu machen? Wo der Mietendeckel als Überschrift grassiert, wo die Kollegin Bayram gestern erst in einer Debatte von Enteignung gesprochen hat. Und wenn wir bei Berlin sind, dann bin ich der Auffassung, man sieht dort leider sehr schön, wie man es nicht macht. Weil man muss sich eigentlich nur die Überschriften anschauen, die Sie im Moment mit dem Mietendeckel generieren. Herr Hoffmann, also dieses Blame Game mit den Ländern, ich weiß nicht, wie das vielen Kollegen hier im Haus geht, aber dieses Blame Game mit den Ländern, das ist doch wirklich langweilig, dass man im einen das eine Bundesland und im anderen das andere Bundesland vorwirft. Wir sollten doch darüber reden, was wir hier beschließen und was wir für die Menschen im Land tun können. Wir nehmen sie alle zurück und wir können nicht ausbürgern wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, was ja nach geltender Verfassungslage sowieso nur bei Doppelstaatlern ginge. Nun stellt man sich schon die Frage, warum machen wir das eigentlich nicht so, wie viele europäische... Och Göttchen, das ist also... Ja, in der DDR wurde man auch schon mal ausgebürgert, genau. Ja. Zitat in der Gesetzesbegründung bei Ihnen lautet, das derzeit geltende Verbot des Werbens nach Absatz 5 erlaubt das Werben für Vereinigungen zum Zwecke der Androhung. Ich sehe, auch Sie kommen hinter den Sinn dieses Satzes nicht. Da guckt man in leere Augen. Und dann heißt es, Sie haben hier eine Strafbarkeitslücke entdeckt. Hier entdecke ich allenfalls eine Sinnlücke. Wir verhandeln hier 3 Anträge der AfD-Fraktion. Wir hatten mal einen Rechtsausschussvorsitzenden, der nicht weiß, wie er seinen Frust anders ablassen soll, als hier dazwischen zu krakeelen. Und ehrlich gesagt fällt mir dazu nur ein, es ist so schön, dass Sie nicht mehr den Rechtsausschuss leiten. Da kann ich nur sagen, den Abgeordneten der AfD kann ich nur empfehlen, machen Sie es doch wie der Herr Herrmann, wenn Sie den Rechtsextremismus bekämpfen wollen. Treten Sie doch einfach aus der AfD-Fraktion aus. Da können Sie schon mal Ihren Beitrag dazu leisten, dass der Rechtsextremismus und der Terrorismus bekämpft wird. Sie haben es in der Hand und können Ihren Beitrag dazu leisten. Dass Sie, Kollege Brandner, mich zwingen, mal die Kollegin Bayram zu verteidigen, ist wirklich allerhand. Aber Sie lümmeln hier in Ihrem Stuhl, krakehlen hier rein. Es heißt nicht verhandeln. Lesen Sie doch einfach mal nur ein paar Minuten im Grundgesetz nach. Artikel 42 Absatz 1 Grundgesetz. Der Deutsche Bundestag verhandelt öffentlich. Keine Ahnung, aber davon jede Menge. Aber eines möchte ich Ihnen zum Abschluss noch sagen. Wenn Sie, also, dass man Dinge vorschlägt, die vielleicht einmal, die etwas dem entsprechen, was die andere Seite des Hauses meint, dass man sich darüber auseinandersetzt, dass wir Vorschläge, die die Opposition macht, nicht nachvollziehen können, das ist alles normal. Aber dass Sie den Deutschen Bundestag ausschließlich nur noch als Kulisse für Ihre Facebook- und Ihre YouTube-Sparifankerl nutzen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, halte ich neben allem anderen nach einer langen Liste, die Sie jeden Tag hier aufführen, schlicht für unparlamentarisch. Schlicht für unparlamentarisch.
Herr Dr. Martens, Sie haben die Kategorie des verfassungsrechtlichen Agnostizismus eingeführt, die ich wunderbar finde. Ich vereinfache sie jetzt nochmal. Ich würde auch sagen, es ist auch der Tatbestand der Grundgesetzabstinenz erfüllt, in Tateinheit mit völkischer Besoffenheit. Ich würde Ihnen aber, nur um das mal zu hören, Herr Brandner hat gerade gesagt, ich sei ein Sozialfaschist. Wenn Sie mich Sozialfaschist nennen, ist das das größte Lob, das möglich ist. Und ich verbinde diese Formulierung von Ihnen, die Sie ja bekannt sind, auch für Ihr nicht nur bräsiges Dasitzen, sondern auch für Ihre frauenfeindliche Bemerkung und alles andere. Ich fordere alle Mitglieder, vor allem weibliche Mitglieder dieses Parlaments auf, dass wir gemeinsam eine Initiative gründen zur Entbrandnerisierung des politischen Diskurses. Das wäre ein wesentlicher Beitrag für die Zivilisierung dieses Parlaments. Kollege Brandner, für die Äußerung, so redet ein Sozialfaschist, erteile ich Ihnen eine Rüge. Das ist aber nicht der Umgang miteinander. Allein die 4 Wölfe in Nordrhein-Westfalen kosteten bislang 880.000 Euro pro Jahr. Das versteht draußen kein Bürger. Wissen Sie, was der Westfälische Landwirtschaftsverband gesagt hat dazu? Ich zitiere, eine Patrone kostet 2,50 Euro. Das kam aus dem Landwirtschaftsverband. Als Problemlösung wird dann von Linken und Grünen gerne der Herdenschutz angeführt. Überall im Land meterhohe Elektrozäune, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Dabei sind die Zäune beim Wolf wirkungslos. Sämtliche Präventionsmaßnahmen, sämtliche sind bis heute nicht funktioniert oder sind nicht funktionieren. Und ich hatte die Hoffnung, dass CDU, CSU einmal anfangen, auf Fachleute zu hören. Aber beim Wolf setzt der Verstand vermutlich aus. Und AfD und FDP schüren Angst und machen mit ihren Horrorgeschichten sogar Stephen King Konkurrenz. Herr Busen, Sie können mit Ihrer Patrone gerne mal rausziehen und versuchen, ihn zu schießen. Es ist bisher über 100 Personen innerhalb eines Jahres nicht gelungen. Und jetzt ist dieser Wolf so frech und überquert einfach die Grenze von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern und siehe da, die Abschussgenehmigung erlischt. Und diesem Rechtsproblem widmen Sie sich in keinster Weise, statt Probleme in der Praxis zu lösen. Mein Kollege Lenkert hat zu der Weidetierprämie einiges bereits ausgeführt. Statt sich diesen Problemen zu widmen, schaffen Sie jetzt neue Rechtsunsicherheit mit diesem Gesetzentwurf. Und dafür können Sie von uns keine Zustimmung erwarten. Herzlichen Dank. Und dann möchte ich noch etwas sagen zum Duktus Ihres Antrages. Sie sprechen hier von einer Behörde, die ein Arsenal aufbaut, die der verlängerte Arm der Geheimdienste ist, und Sie unterstellen der Bundesregierung Verschleierungstaktik, weil sie genau diese Behörde mit einem ganz normalen Erlass errichtet hat. Wissen Sie, das ist selbst für Ihre Verhältnisse nicht würdig und der Debatte nicht angemessen, und Sie sollten sich bei den Mitarbeiterinnen dieser Behörde wirklich mal entschuldigen. Sie sprechen weiterhin von angeblich fehlender parlamentarischer Kontrolle dieser Behörde. Sie haben dazu eine kleine Anfrage gestellt, und da möchte ich mal daraus zitieren, was Sie sich vorstellen unter parlamentarischer Kontrolle dieser Behörde. Sie haben nämlich konkret die Frage gestellt, wie viel Werbemittel die CITES denn bisher ausgereicht hat, und haben sich daraus einen Erkenntnisgewinn für die digitale Souveränität unseres Landes erwartet. Also wirklich, wenn das die Qualität ist, mit der Sie parlamentarische Kontrolle ausüben, dann brauchen wir die von Ihrer Seite, glaube ich, überhaupt nicht. Ja. Und dies aus einem einzigen Grund. Sie wollen Ihr gewaltorientiertes Klientel wie die Antifa schützen, die sich natürlich längst in diesem Bereich verknüpft haben und verabreden. Das ist Ihr Dilemma, dass Sie nicht bereit sind, sich von jeglicher Gewalt zu distanzieren, nämlich von rechts und links, wie dies die AfD tut. Wir kennen alle die Bilder aus Hamburg, Berlin, jetzt kürzlich aus Leipzig, Konnewitz, wo Ihr Klientel bei Krawallen den Tod von Sicherheitskräften und Polizisten billigend in Kauf nimmt und sicher auch bald Erfolg hat. Ich würde gern die Aussprache eröffnen und frage die AfD-Fraktion, ob sie einen anderen Redner benennt oder ob ihr Redner noch zu erwarten ist. Ja, wer redet bitte? Gut, es hätte jetzt
der Abgeordnete Dr. Götz Frömming geredet. Da dieser nicht anwesend ist, gehen wir weiter in der Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Michael von Aberkron für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in der Debatte fortfahren, unterrichte ich Sie, dass der Abgeordnete Frömming, der für die AfD-Fraktion diesen Antrag hier einbringen sollte, ein medizinisches Problem hat. Wir haben jetzt vereinbart, dass der Redebeitrag des Abgeordneten Frömming zu Protokoll genommen wird, so dass Sie dann in den nachfolgenden Ausschussberatungen auch entsprechend darauf Bezug nehmen können. Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. H.C. Thomas Schellberger für die FDP-Fraktion. Der Kollege Sattelberger hat das. Ja, dass die AfD jetzt zwei Weltkriege für eine Diskreditierung der deutschen Sprache verantwortlich macht, das ist eine infame Verdrehung der Realität. Deutschland hat sein intellektuelles Ausbluten selbst betrieben. Es war die nationalsozialistische Diktatur, die die deutsch-jüdische Intelligenz ermordet und vertrieben hat. Dies von einer Partei, die seit Jahren alle wissenschaftlichen Studien ignoriert und leugnet, die den menschlichen Anteil am Klimawandel nachweisen. Dies von einer Partei, die Geschlechterforschung für Steuergeldverschwendung hält und deshalb zur Straftat machen möchte. Dies von einer Partei, deren Vertreter im Kultur- und im Forschungsausschuss eine Entsiffung des Kulturbetriebs im Angriff nehmen wollten. Meine Damen und Herren, auch wenn es doch nur ein Indiz dafür gäbe, dass Wissenschaftssprache die Aufnahme- und Erkenntnisfähigkeit der AfD beeinflussen könnte. Meine Damen und Herren, ja, Deutsch war lange Zeit eine wichtige Wissenschaftssprache. Dazu trugen Menschen wie Sigmund Freud, Hannah Arendt oder Albert Einstein bei. Diese wurden jedoch, wie viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, antisemitisch verfolgt. Ihnen blieb nur, das müssen Sie mal nachdenken. Die AfD hat kein Rentenkonzept, sie leugnet die Klimakrise, beschäftigt das Hohe Haus einmal mehr mit einem Problem, das es so eigentlich gar nicht gibt. Weil sie mit Vielfalt nicht klarkommt, natürlich auch nicht mit linguistischer Vielfalt, wie berechenbar. Deutsch ist eine lebendige Sprache. Die größte Gefahr für lebendige Sprachen ist, wie es die AfD fordert, Sprachwandel zu unterdrücken. Wir drücken uns anders aus als Goethe vor 200 oder Walter von der Vogelweide vor 700 Jahren. Und das ist auch gut so. Es macht keinen Unterschied, ob wir von Gender Studies oder Geschlechterforschung reden. Sie flippen so oder so aus. Mir ist egal, ob Gender Studies auf Französisch oder Ungarisch veröffentlichen. Hauptsache, Sie können ungestört forschen und lehren. Wenn es nach Ihrem AfD-Antrag liefe, dann würde keine Vorlesung mehr cum tempore beginnen. Statt in Mensen äßen Studierende in Gemeinschaftsverpflegungsstätten. Denn Kantinen wäre auch ein Unwort der italienischen Ursprungs. Damit steht die AfD für abwegige Fraktion Deutschlands. Steinfledermaus, kleine Hufeisennase, Kammmolch, Feldhamster, Luchtenkäfer, sie alle wirken mittlerweile an der Verkehrsplanung in Deutschland mit. Und meine Damen und Herren, sie sind ein Grund, nicht der alleinige, warum wir bei der Realisierung von Verkehrsvorhaben so oft nur im Schneckentempo vorankommen. Übrigens, eine Schnecke schafft im Jahr ungefähr 26 Kilometer, wenn sie keine Pause machen würde. Ich glaube, der Bundesverkehrsminister wäre froh, wenn wir im Durchschnitt eines Jahres einen Autobahnneubau von 26 Kilometer hinbekommen können. Also wir sollten uns dann auch mal an der Schnecke orientieren und endlich den Planungs- und Genehmigungsturbo einwerfen, meine Damen und Herren. Und es ist schon fast heuchlerisch zu sagen, zwischendrin, Herr Grischer, Sie regieren 14 Jahre. Sie hätten in der Vergangenheit mitwirken können bei all den Vorhaben, den Vorschlägen, die wir gemacht haben. Wir haben ein Planungsbeschleunigungsgesetz 2018 gemacht. Wo waren Sie? Sie haben es nicht mitgetragen. Sie sind gefordert. Zeigen Sie, dass Sie wirklich Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung wollen. Und dann stimmen Sie einfach zu. Wir haben Personalaufwuchs in der Vergangenheit gemacht bei den Genehmigungsbehörden, für die der Bund verantwortlich ist.
ich nenne nur, kreischen Sie doch nicht so, Herr Krischer, kreischen Sie doch nicht so. Handeln Sie, ich stimme so ordentlich ab, Sie können hier mittun. Ja, natürlich, wir sind die Partei, die sich an Recht und Gesetz hält. Vielleicht tun Sie uns mal bei den Vorschlägen, die Sie machen, uns nach. Ja. Eine solche... No. Herr Kollege Krischer, noch einmal, kreischen Sie doch nicht so. Machen Sie mal in der Sache Vorschläge und nicht in Bereichen, die heute hier gar nicht zur Debatte stehen. Ist doch wirklich substanzlos, was Sie hier bringen. Hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Ich stelle hier fest, die Progressiven sitzen hier. Wir sind die, die Fortschritt wollen. Sie sind die Beharrer. Sie sind die, die Fortschritt in Deutschland verhindern wollen. Wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen in Deutschland, dann brauchen wir bessere, schlankere Genehmigungs- und Planungsverfahren. Und ich scheine es nur mit dieser großen Koalition zu geben. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 15.619. Also im Moment habe überwiegend ich das Wort. Herr Kollege Klein, die Opposition wundert sich darüber, dass wir über ein entwicklungspolitisches Thema sprechen und aus dem Entwicklungshilfeministerium niemand von der Bundesregierung anwesend ist. Sehen Sie das genauso, dass das sehr verwunderlich ist, dass niemand von der Bundesregierung unseren Ausführungen zu so einem wichtigen Thema wie der China-Politik folgen möchte? Also, ja. Erstens ist der parlamentarische Staatssekretär da, zum anderen können Sie davon ausgehen. Zweitens können Sie davon ausgehen, dass die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe Entwicklungszusammenarbeit der Unionsfraktion und dem Minister und dem Staatssekretär so eng ist, dass kein einziges Wort der Einlassungen der anderen Fraktionen dann am Ende verloren gehen wird. Ja, damit ist die Frage beantwortet. Herr Präsidentin, meine Damen und Herren. Herr Frohnmeier, ich habe die Uhr angehalten. Würden Sie sich korrigieren? Ach so, Frau Präsidentin, entschuldigen Sie. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, manche laden sich Schmuddelfilmchen aus dem Netz, die Kollegen von der FDP, AfD-Anträge. Hier sitzen magenta-gelbe Raubkopierer. Neben den Billigkrediten bezahlt der deutsche Steuerzahler also auch noch absurde Projekte wie, ich zitiere aus den Projektlisten des Haushaltes, Gender, Arbeitsrecht und Medientraining für Migrantinnen in Südchina, Kostenpunkt 367.000 Euro. Förderung eines zivilgesellschaftlichen landesweiten Gender-Netzwerkes in China für 400.000 Euro. Oder die Fortbildungsprogramme für chinesische Manager. Während die Wirtschaftsweltmacht China den deutschen Roboterhersteller KUKA, den Maschinenbauer Putzmeister, aufgekauft hat und erst vorgestern bekannt wurde, dass die Chinesen ihren Anteil bei Daimler auf 20% ausbauen, bildet Entwicklungsminister Müller mit deutschem Steuergeld chinesische Manager aus. Liebe FDP, das ist schon erstaunlich. Ausgerechnet Sie als selbsternannte Partei der Marktwirtschaft fürchten sich vor der wirtschaftlichen Konkurrenz. Zudem versetzen Sie sich selbst einen Kinnhaken mit Ihrem Antrag. Nur zur Erinnerung. Es war einmal ein Entwicklungsminister, Dirk Niebel, übrigens von der FDP, der die Entwicklungszusammenarbeit, hören Sie mal zu, vielleicht können Sie noch was dazu lernen, der die Entwicklungszusammenarbeit mit China zweckentfremdet hat. Ich kann Ihnen nur eines sagen, mit dieser ursprünglichen Formulierung befeuern Sie die Verschwörungstheoretiker hier im Land. Sie verunsichern die Bürgerinnen und Bürger und Sie tun so, als würde diese Bundesregierung unrechtmäßig handeln. Das ist absoluter Blödsinn. Um mit Ihrem Parteivorsitzenden abgewandelt zu schließen, wissen Sie, es ist manchmal besser, keinen Antrag vorzulegen als einen schlechten. Vielen Dank.